Das war noch nicht verboten, oder? Ganz offiziell. Das war nicht offiziell nicht verboten, aber das war wahrscheinlich auch der Verbindungsaufnahme. Echt? Deswegen habe ich mir da auch nie was dabei gedacht und gedacht, dann schickst du es rüber, dass das Spaß wird. Ja. Da lacht sich der eins. Und wenn Chemie wieder gewonnen hat, dann freut er sich drüber. Das war Chemiefan, okay. Ja, ja, das war Chemiefan. Naja, ich hab immer wieder, wie schon gesagt, immer wieder das Problem gehabt. Oder habe das heute bis heute noch, warum haben die aufgehört mit plötzlich 88? Jedenfalls kam der dort zu der Veranstaltung, kam der auf mich zu, freudestrahlend, so, ja, da geht's. Ich habe den stehen lassen, habe den irgendwie so angeguckt und gesagt, habe mich auf kein Wort gesagt, mich auf Satz rumgedreht und weggegangen. Ich habe sie auch direkt angesprochen dann, also da war ich also dermaßen kaputt. Mir wollte mir das überhaupt nicht in den Kopf, dass das wirklich was. Wenn sie so erlebt hat, was da bei anderen passiert ist, wo Ähnliches eigentlich vorlag, dann haben wir also wirklich ein Riesenglück gehabt, ohne dass wir jetzt wissen eigentlich, warum das dann irgendwann aufgehört hat. Unerlaubte Kontakte zum Untergrund, zu westlichen Medien, dann muss man doch erstmal. Wo kommt das her? Ist das kann ich Ihnen... Machen Sie sich wichtig, damit die weiterhin gebraucht werden? Ganz noch ein paar Erläuterungen dazu. Erich Löst war im Westen. Seit wann? 81. Und der hatte einen guten Bekannten, der immer nach Leipzig fuhr. Und hier irgendwie Verwandte besucht. Und hatte dem gesagt, wenn du nach Leipzig fährst, nimmst du eine Kiste Wein mit und gehst du zum Kehles und bringst dem die Kiste Wein. Und das war ein Journalist. Der schrieb für eine Zeitung. Aber der ist natürlich unter Kontrolle gewesen. Den hatten sie fest unter Kontrolle. Und dann haben die natürlich, steht drin, dass der an den Tag von 16.25 Uhr bis 22 Uhr so und so viel bei Kehles in der Baderstraße war. Das waren die können ja nicht wissen, was da genau passiert ist. Ne? Haben wir nur leider keine Kamera hier gehabt. Die Briefe. Für die war also, die haben vermutet, dass irgendwas, die Kiste war in der Vorwand ist. Ne? So, denk, ja. Da hat jemand vom Haus gestanden oder wie ja, wissen Sie das gar nicht? Ne? Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Oder der ABV nebenan hat. Der war einfach dumm. Ja. Also wenn man das heute liest, was der geschrieben hat, sowas von Dummheit. Kann man einfach nur sagen. Das ist, ich glaube ja früher das Klischee, dass Polizisten nicht die hellsten sind. Ja, aber genau. Also der, wie gesagt, hier das Nebenhaus, das schöne neue Gebäude hier nehmen, da wollte der. Also, der, ich wäre also dienstlich sehr oft in der GSR. Bin dienstlich nicht einmal in der GSR gewesen. Wie kommt man da drauf? Er hat einen Finger gesagt. Ich kommt hier nach dem Haus und sagt, oh, ich war heute zu einer GSR. Wie ist denn da gekommen? Ich würde am Boot, zum Wochenende würde ich immer in meine Datsche fahren. Ich habe eine Datsche gehabt. Solche ganz einfache Dinge hatte der drin. Der war aber verpflichtet, das wollte ich nämlich auch noch fragen. Der ABV hat er quasi so eine Art Verpflichtung gehabt damals. Ja. Das war nicht so, dass er gesagt hat, ich will dir mal was erzählen, sondern... Nee. Den haben sie quasi angesprochen. Genau, okay. Nicht, den haben sie angesprochen. Bei meinem Nachbar sind sie auch gewesen. Da haben sie sich als Kriminalpolizei ausgewiesen. Und da ging es also darum, dass sie wissen wollten, es sei hier im Wohngebiet, seien also verschiedene Einbrüche gewesen. Und da wollten sie wissen, ob er da was wüsste, ob er jemanden kennen würde oder ob er wüsste, was da ist. Aber da sind sie auch nicht bei mir gewesen. Der hat mir das dann sofort erzählt. Ich wollte mal schauen, wer es noch geeignet wäre in ihrer Nähe. Ja, das könnte ich mir vorstellen, zum Beispiel. Ob der geeignet wäre, mich zu bespitzeln, aber vielleicht haben sie dann gemerkt, nee, das ist besser. Mal lassen das. Der hat eine gute persönliche Beziehung zueinander. Ich denke mal, in der Vorwand machen wir das. Ja, ja, natürlich. Das war nachdem der Löst schon weg war. Ja, ja. Ja, und dann das nächste Jahr
unerlaubte der Verbindungsaufnahme. Ich habe mir einen Spaß daraus gemacht, bestimmte Zeitungsartikel.